Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Mikrofon, ne? Wir werden mal gleich mal wieder die Fahrzeuge starten für zu Stroh. Ein Fahrzeug. Denn wir wollen ja irgendwann mal schön Heizmaterial verkaufen, ne? Lass mal fahren. Ja. Gleich Lohnzahlung. Das ist ja sekundengenau, ne? Na gut, macht ja nichts. Ich kontrolliere mal die Tiere, ob die ausreichend Futter haben. Ich sag mal, es wird Zeit, ne? Das heißt, wir brauchen jetzt einen Traktor. Und einen Anhänger. Soweit ich weiß, steht ein Traktor und Anhänger bei den Schweinen. Und da können wir gleich mal nebenbei sauber machen, ne? Schon mal dabei sind, ne? Ist garantiert auffällig. Ja, Hänger haben wir hier, aber kein Traktor. Der fährt ja aktuell den Stroh. Richtung Pelletsfabrik. Und der braucht noch eine Weile. Wir brauchen also dringend einen Traktor. Aber wir haben ja genug da, müssen wir aus der Garage ausholen, ne? Tja, die Schweine sind am Schlachter und hier denken wir aktuell keinen. Obwohl es auch bald wieder fertig wird, ne? Denke mal. Haben wir genug Futter? Das kann doch nicht sein. Ich glaube, die hat genug. Dann fahren wir sowieso zu anderen Tieren, ne? Zu anderen Schweinen hier. Zu den großen. Wenn sie auch nicht haben wollen, dann gibt es einen Stall zurück. Hat er gelacht, ne? Einer will schon haben. So, dann fahren wir da rein. Und dann gehen wir gleich hier mal ins Wasser. Und wenn die Wasser genug haben, beziehungsweise das läuft davon alleine, dann werde ich gleich rüberspringen und mir einen Traktor holen. Zum einen fürs Futter, zum anderen für den großen Anhänger für Stroh. Das sind meine Ferkel hier, der Nachwuchs. Ich kann mal ganz kurz gucken. Die 58 sind die Muttertiere. Die haben wieder Nachwuchs, aber nicht so viele. Einen großen Stall für unsere Masttiere. Ist noch okay. Kühe. So viel Milch. Kühe. Wir haben hier grob gerechnet 24 Kälber. Und da noch keiner schlachtreif. Beziehungsweise noch keiner erwachsen. So, dann mal kurz gucken. Nicht zurücksetzen. Nach einem guten Traktor, den wir nutzen können. Links oder rechts. Das ist ein S. Das ist der ohne Pflegereifung.
Aber das ist im Grunde dem Augenblick egal, die fahren ja eh. Rüber. Vollgetankt. Ne? Und repariert. Ja, das sind meine vorproduzierte Folgen. Für meine Urlaubswoche. Denkt dran, heutige Kommentare könnten ein bisschen später könnten später reagieren, ne? Nicht wie gewohnt, sofort oder gleich, sondern halt des Abends, ne? So, da sind wir da. Muss ich mal gucken. Ob hier was drin ist. Na ja, ist noch was drin. Sollte auch noch reichen. Ihr dürft eigentlich keine Ahnung, was haben wollen. Nö, nö. Dann halt rüber, ne? Mit unseren großen Tieren. Den nehmen wir immer. Ja, ich will in etwa so 8-9 Folgen voraus aufnehmen, damit ich nach Hause kommen in aller Ruhe wieder ein paar aufnehmen kann. Ne? Das soll ja nicht in Stress ausarten. Und vor allem ein bisschen Reserve, wenn man einen Tag den ausruhen oder warten. Ne? Sei denn die Grenzen sind zu, dann wird es schwierig. Ne? Ich traue den Brüdern alles zu. Ihr Corona-Scheiß. So. Ist hier Stroh? Und dann fahren wir gleich rüber und holen gleich den Stroh. Muss ich nachdenken. Für die Kühe. Ja, nachdenken ist mir gut, ne? Auch nochmal läuft, auch nochmal läuft. So, über zu den Moves. Ach ja. Bis abends, ne? Draußen ist es heiß gewesen heute wieder. Furchtbar. Aber ist halt so, ne? Wird aber nicht arbeiten müssen. Dein kühl Hintern haben, ne? Der Anhänger werde ich gegangen, der ist zu hoch. Wenn ich gerade sehe. Ja, fangen wir bei den großen Tieren an. Hier muss ich überlegen, mit der ob ich das hinkriegen würde mit dem Milchtransport durch den Stall durch mit einem kleinen Anhänger. Ob ich die Produktion eben mit Outdrive in die Wand kann. Muss ich mal schauen. Ja, Fördermann ist weg. Den Neukauf. Ich glaube, bei der BGH. Das Silo verkauft, aber dummerweise ist auch leicht die Silage weg gewesen. Blöd von mir, aber gut, was soll's. Das ist halt so, ne? So. Aber wir kippen das mal ab und dann machen wir gleich mal Wasser. An beiden Stellen. So. Könnte sein, dass es nicht reicht. Sehr wahrscheinlich. Wenn wir mal fahren müssen. Entschuldigung. Nanu. Nochmal Entschuldigung. Schluck auf.
So. Also Stroh haben wir hier noch genug. Und Thüringen ist gerade große Ernte, ne? Das wird ein bisschen dauern jetzt, bis ich da wieder anfangen kann. Freitag beginne ich da wieder mit neuen Folgen. Ich beginne mit einem Livestream und dann neue Folgen am Freitag. Das kriege ich jetzt, würde ich ja normalerweise jetzt in dieser Folge schon dann haben, ne? Aber so produziere ich mal halt mal vor. Von der Reihenfolge her bin ich ein bisschen anders jetzt, ne? Also sonst mache ich am Freitag erst die Folge und am Samstag dann die Marsch. Und das ist halt so. So, mal Stroh nochmal. Wird nicht alles reingehen, aber gut, Rest beschrotter. Wenn da was frei ist. So, Stroh. Stroh braucht das Land. Dürfte reichen. Hoffe gehen wir uns. Fahren mal außen herum, ne? Ich glaube, ja, ich hätte es auch reinfahren können, weil hier brauche ich es ja so. Ja, jetzt habe ich gesehen in der Mod-Vorstellung, Castor. Der hat einen neuen Stall entworfen. Ist aber noch nicht raus. Habe ich nur vorgesehen in der Vorstellung. Mit 2000 Tieren. Und einer automatischen Fütterung. Sonst ist das gar nicht machbar. 2000 Tiere, da bist du ja, ja 3-4 voll beschäftigt. Ne? Also keine Panik. Ich weiß auch nicht genau, ob ich da den auch nehmen werde, den Stall. Das weiß ich nicht. Das ist mir jetzt mal. Erstmal nebensächlich, sagen wir so, ne? Weil noch haben wir genug Platz. Ich müsste ja den so anders hinstellen, weil er ja hier zu klein wäre, der Platz. Da müsst ihr eine Stelle verkaufen, das wäre ja ungünstig, ne? Müsst ihr die Tiere entsprechend vorher unterbringen. Und ja, daneben, ne? Ich brauche ein bisschen Zahnarzt. Ob er mich rannimmt, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht, aber man muss ja mal, ne? Natürlich, dass ich da natürlich rankomme, aber wäre ich mit durch, ne? Das kommt ja sowieso, die Scheiße, in Anführungszeichen. Also wenn er total belegt ist mit Terminen und so, dann ist das äußerst unwahrscheinlich. Aber mal sehen. Ich bin da schon froh, wenn ich einen Termin habe. Dass ich dann im August den Rest am letzten Hälfte von August dann entsprechend das machen lassen kann und dann eher, naja, für eine Weile erledigt bin, ne? So, da sind wir. Müde. Naja. Ich habe gestern Nacht wieder schlecht geschlafen. Ist so warm einfach. Das ist mir nix.
Das könnte sich noch hinziehen, obwohl das ja ein abends näher Spieler wird draußen, ne? Das ist der Vorteil, dass näher zum Herbst und abends auch ein bisschen besser abkühlt, ne? Wo tagsüber man noch ganz schön Sonne knallen kann, ne? Aber mit Anfang im September zu arbeiten, ist das erträglich, und dann ist abzusehen, wann es dann kühler wird, ne? Vor allen Dingen im Frühen, ne? Kann schon mal sein, dass wir Oktober früh kratzen können, ne? Wenn wir extrem voll haben, ne? Dann haben wir alle schon gehabt. Wir gehen bald. Zum Glück habe ich in der ersten Woche Spätschicht. Weil dann kann ich mich erstmal umstellen langsam, ne? Fällt mir ja schwer. Juckt Ohr. War Bahn. Den Schweiß vom Körper runtergeholt, Anführungszeichen. Oh, die sind fertig. Sie haben nur Wasser, sie haben nur Stroh und sie haben jetzt Futter. Jetzt kriegen doch die Halbwüchsigen, die Kälber, unser Nachwuchs, auch noch ein bisschen was. Ob es jetzt reicht, ich hoffe es reicht, ne? Dann haben wir alle Tiere versorgt. Denn morgen wird aber ganz schön knapp. So, Zuschauer, das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter hier vom Arsch. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder da seid. Tschüss.